Ich denke, dass Photovoltaik viele Vorteile hat. Ich habe mich auch ziemlich intensiv mit dem Thema beschäftigt und ich habe auch nicht wirklich viele Nachteile entdeckt, beziehungsweise eigentlich keine. Und dass manche nur etwas denken, aber sich dann herausgestellt hat, dass es doch gar nicht ist und dass es eigentlich nur viele Vorteile hat. Vorteile gibt es bei der Photovoltaik sicherlich viele. Ich denke, der größte Vorteil ist, dass uns die Sonnenenergie unbegrenzt und frei verfügbar zur Verfügung steht und dass so eine PV-Anlage, wenn sie denn dann mal installiert ist, auch tatsächlich emissionsfrei läuft. Gerade im Sinne der Energiewende lohnt es sich, Photovoltaik weiter auszubauen. Von daher ja, ohne Wenn und Aber. Aber auch aus finanzieller Hinsicht ist es für den Einzelnen in einem ganz großen Teil der Fälle wirtschaftlich lohnenswert, in eine PV-Anlage zu investieren. Der Aufwand für das Pachtmodell ist sowohl auf unserer Seite als auch auf Seite des Pächters definitiv überschaubar. Wir haben da keinen größeren Aufwand, als wenn eine Anlage voll finanziert wird. Der große Vorteil des Pächters ist natürlich, dass er in den Genuss einer PV-Anlage kommt, ohne dafür investieren zu müssen. Die Vorurteile und Zweifel hinsichtlich einer PV-Anlage gingen in den letzten Jahren zum Glück deutlich zurück. Früher gab es da noch Bedenken, dass die Feuerwehr nicht löschen würde, wenn eine PV-Anlage auf dem Dach installiert ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Die Feuerwehr kommt und löscht, also den Bedenken, den kann man streichen. Ne? Häufig sind die Gründe oder Bedenken, die gegen eine PV-Anlage sprechen, optischer Natur. Darüber kann man sich streiten, ob diese PV-Module nun schön aussehen oder nicht. Oder auch, dass bei der Produktion von PV-Anlagen bzw. von PV-Modulen natürlich auch ein Energieaufwand anfällt. Tatsächlich wollen die Bürger an der Energiewende teilhaben und die Energiewende mitgestalten. Und da bietet sich eine PV-Anlage auf dem eigenen Hausdach natürlich an. Natürlich auch in Kombination mit der Tatsache, dass ich Stromkosten senken kann und für den überschüssigen Strom noch eine gesetzliche Einspeisevergütung bekomme. Ich denke, PV ist nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft enorm wichtig. PV ist einfach ein ganz großer Bestandteil der Energiewende. Bin jetzt seit noch nicht allzu langer Zeit Besitzer eines Eigenheims und von daher habe ich im Moment noch keine PV-Anlage auf dem eigenen Dach, möchte das aber zeitnah realisieren. Ich denke, die Vorteile der Photovoltaik liegen auf der Hand und von daher denke ich, wo überall möglich, wirtschaftlich möglich, ist es eine super Sache, die dazu beiträgt, dass die Energiewende gelingt. Auf öffentlichen Dachflächen Photovoltaik zu nutzen und das soweit möglich, finde ich einen sehr sinnvollen Ansatz. In Einzelfällen kann da was dagegen sprechen. Häufig sollen Dächer auch begrünt werden im Sinne des Artenschutzes. Ist dann vielleicht auch mal eine Frage abzuwägen, was in dem Fall sinnvoller ist. Aber ganz grundsätzlich finde ich den Ansatz sehr gut. Wir haben geheiratet, wir haben uns ein Haus gekauft, wir haben uns ganz viele Kinder angeschafft und irgendwie dachten wir, wir müssen auch was für unsere Umwelt tun, damit unsere Kinder eine Umwelt haben. Die Photovoltaikanlage ist eigentlich recht friedlich. Wir haben sie auf das Garagendach gepackt, weil das andere Dach noch gemacht werden müsste, wenn Zeit und Geld kommen. Die sitzt da friedlich, macht nichts, speist wunderbar Energie rein und das seit 12 Jahren. Auch die Zahlen haben sich da nicht nennenswert verändert, mal ist ein Jahr mit ein bisschen mehr Licht und mal mit ein bisschen weniger. Die Gerüchte, die wir über Photovoltaik gehört haben, das war noch ganz, wo wir eingestiegen sind vor 12 Jahren, da war das noch ziemlich am Anfang und insgesamt Neuland. Aber es waren jetzt irgendwie die Gerüchte, die da waren, die waren zum Teil so lächerlich, dass man die eigentlich nicht so übernommen hat. Und wir waren eigentlich mehr so Technik-Fuzzis, die sich eher gerne mal an was Neues wagen und auch dachten, dass das was Wichtiges ist, was nur dann was werden kann, wenn jemand den ersten Schritt macht oder immer mehr kleine Schritte gemacht werden. Der Anbieter war damals und ist heute wahrscheinlich genauso einfach, eigentlich jeder Sanitär oder sonst was findet. Wir hatten damals schon Erfahrung mit unserem Heizungsmenschen und dem sind wir dann einfach treu geblieben, weil wir dann hofften, dass das einfach passt. Der Aufwand hält sich eigentlich in Grenzen. Wir kriegen eine Abrechnung von der Stromanspeisung und die Steuererklärung ist auch immer ein bisschen so ein Highlight in meinem Leben. Aber das ist es dann auch schon gewesen. Zur Anschaffung der Photovoltaikanlage haben wir tatsächlich auch Förderprogramme in Anspruch genommen. Das war damals ein zinsbegünstigtes Darlehen, was jetzt auch durch eine andere Umweltbank auch zinsgünstig geblieben ist. Nicht ganz so günstig wie damals. Das hat uns sehr geholfen, weil das am Anfang natürlich schon eine Summe ist, die da im Raum steht für die Investition. Was aber heute dank der größeren
Verbreitung auch, denke ich mal, in die andere Richtung geht und günstiger ist. Wir haben am Anfang auch immer ein bisschen zu groß gedacht, was die Photovoltaik anging, dass wir dachten, ah, da muss man erst dies und jenes und welches machen. Und im Prinzip hat man eigentlich überall ein bisschen Fläche, dass man aufs Dach, im Garten, am Zaun, auf das Garagendach, wo wir unsere auch sitzt, letzten Endes das Ding stellen kann und so einen kleinen Beitrag machen kann. Wir sind sehr zufrieden mit der Anlage und auch mit der Investition. Die ist über 20 Jahre gedacht. Ich denke mal, in dem Rahmen hat sie sich auch schon amortisiert und auf jeden Fall, was die Stromherstellung gibt, also für die Natur, hat sie sich auf jeden Fall schon amortisiert, dass wir CO2 einsparen konnten, indem wir halt selber produziert haben. Ja, ich finde, es sollten mehr Leute Photovoltaik sich holen. Dementsprechend müsste man aber auch mehr Leute informieren. Und ich finde es gut, wenn mehr Photovoltaik ausgebaut werden sollte.